Transportation. Ihr hört hier die Übersetzung des Talkes TAPS, der Transport Services API, also der Schnittstelle für Netzwerkverkehr in der BSD-Betriebssystem. Wir sind Kaste und Alpen und wir wünschen euch viel Spaß beim Talk. So, my name is Phil. Hallo, Philip Thiessel. Mein Name ist Philipp. Über TAPS zu reden, also der Transport Services API von BSD. All the work I'm presenting today die ganze Arbeit, die ich heute vorstelle, ist immer noch unfertig. Es ist inzwischen eine relativ große Gruppe an Leuten, die daran arbeitet. Und es ist auch ziemlich schön, wie weit wir da schon kommen. Aber wir reden hier viel über Internet-Drafts, also Vorschläge für die Standardisierung. Und das ist immer sehr langwierig, aber wir haben inzwischen auch schon die ersten Implementierungen und es ist sehr ermutigend zu sehen, wie weit das schon irgendwie übernommen wird. Und die Frage ist jetzt, warum wollen wir überhaupt die Socket API ändern oder ersetzen? Also lass uns mal angucken, was daran falsch ist. Dazu müssen wir erstmal ganz weit zurück in die Vergangenheit gehen. Und wie ihr schon seht, das Originale kommt dem 4.2 BSD aus 1983. Da war ich 2 Jahre alt, als das veröffentlicht wurde. Und es ist etwas alt und schal geworden. Zu der Zeit war eine sehr starke Idee, dass alles eine Datei ist. Und damals hatten wir noch nicht mal virtuelle Dateisysteme. Und wenn man Netzwerkverkehr bearbeiten will, hat man im Prinzip einfach einen Datei-Handle aufgemacht und hat dann da reingeschrieben, um die Daten zu übertragen. Das wurde als Erweiterung von IPC, also der Interprozesskommunikation, betrachtet. Statt dass man das jetzt IPC auf dem eigenen Computer macht, hat man einfach das Ganze weitergeleitet an andere Computer. Und das war im Prinzip ein Experiment. Was sie dann gesagt haben, ist, wir haben 2 verschiedene Arten von Schnittstellen. Die eine Seite sind die nachrichtenbasierten, die andere ist schirmbasiert, also screen-based nennt er das. Dafür haben sie damals das UDP-Protokoll implementiert, also das unzuverlässigere, weniger Overhead, und das andere ist das TCP, das zuverlässigere, aber mit mehr Overhead. Das war so der erste Satz an Schnittstellen, der einfach so funktioniert hat, wo man nicht noch mit Netzwerktreibern umfummeln musste und Assembler-Code schreiben musste, sodass jeder einfach relativ simpel in einer Hochsprache Netzwerkverkehr erzeugen konnte. Und das wurde damals der Standard. Wenn ihr euch den BSD-Schnittstelle und die von Windows anschaut oder auch die von anderen Schnittstellen, von anderen Betriebssystemen, dann sehen die alle sehr ähnlich aus, wie sie damals bei BSD vorgeschlagen wurden. Die Frage ist jetzt, was müssen wir tun, um einen Socket aufzumachen? Das ist das klassische Beispiel aus dem Unix Network Programming Volume, einem Standardbuch über Netzwerkprogrammierung von Stevens. Das ist immer noch die Referenz, wie das gemacht wird. Zuerst erzeugt man eine Integer-Variable, indem man den Socket-Datei-Handle reinschreibt. Dann muss man eine Struct erzeugen, die für die Namensauflösung benutzt wird. Die muss man ein bisschen konfigurieren. Dann löst man das mit einem Funktionscall aufrufen und dann hat man am Schluss eine Linked List von Zeug, das einem erlaubt, dass man sich verbindet als Resultat der Namensauflösung. Wenn es schief geht, kriegt man einen Fehler, aber ab dann wird es schlimmer. Dann muss man iterieren über diese Liste und versuchen, kann ich mit diesem Socket mich verbinden oder nicht. Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, dann muss ich einfach den nächsten probieren. Wenn es nicht funktioniert, dann blockt es, dann kriegt man ein Timeout und dann benutzt man den nächsten. Und das Endresultat ist dann hoffentlich ein Socket-File-Handle.
den wir dann benutzen können. Simple question. Und am Schluss muss es halt freigeben. Also was ist jetzt das Problem dabei? Und ich sage jetzt nicht, ich denke jetzt nicht in der Terminologie von modernen APIs, sondern einfach mal gegeben, dass es jetzt in C programmiert ist, was ist jetzt immer noch falsch daran? Und der Grund ist, dass einfach der Internetverkehr sich geändert hat. Wir leben nicht mehr in 1983. Und was sich geändert hat, ist, dass wir sehr, sehr viel mehr Protokolle oberhalb dieses Stacks haben. Deutlich mehr über TCP. Wir haben jetzt IPv4 und IPv6. Auf dem Transport-Layer haben wir SCTP als ein zuverlässiges nachrichtenbasiertes Protokoll. Das werden wir deutlich schneller sehen. Im Moment hat das hauptsächlich Google am Start, aber auch die anderen Content Distribution Networks, also sowas wie Akamai oder Cloudflare, werden das alle benutzen, sodass das relativ stark sich verbreiten wird. Das wird am Ende des Tages wahrscheinlich TCP ersetzen. Und wahrscheinlich werden wir das einfach transparent einsetzen. Was sich noch geändert hat, ist, dass wir heutzutage Geräte haben, die mehr als eine Netzwerkverbindung gleichzeitig offen haben. Also in 83, wenn man einen Mainframe hatte, dann war man echt glücklich darüber, wenn man überhaupt eine dauerhafte Verbindung hat und nicht sich einwählen muss. Heutzutage hat jeder ein Handy, das mehr als ein Kommunikationskanal hat, also zum Beispiel das GSM-Netz und auf der anderen Seite die IP-basierten Netzwerke. Und je nach Protokoll muss man sich entscheiden, welchen Weg will man denn nehmen. Und am Ende des Tages hat man auf der anderen Seite auch noch verschiedene Endpunkte. Also wenn man zum Beispiel mit irgendeinem CDN redet, also Google, Akamai, die üblichen, dann kriegt man Antworten und mehrere, aus denen man auswählen kann. Everything today should be encrypted. Und was man auch noch erwähnen sollte, ist, heutzutage sollte einfach alles verschlüsselt sein. Also früher hat man einfach dem ganzen Netz mehr vertraut. Die paar hundert Leute, die damals im Netz waren in den 80ern, die kannte man alle sowieso. Heutzutage kannst du niemand trauen im Internet und du musst einfach alles verschlüsseln. Und das sind alles Dinge, die damals nicht bedacht wurden, als die BSD Socket API damals entworfen wurde. Let's look how we also sollten wir uns überlegen, wie wir das jetzt ändern können. We go to our textbook example again. Gehen wir wieder zurück zu unserem Lehrbuch Beispiel und schauen uns erstmal die Namensauflösung an. Wir wollen über mehrere Pfade gleichzeitig Namen auflösen. Und wenn wir über Content Delivery Nodes reden, dann kann man nicht die gleiche IP-Adresse durch alle Links nutzen. Also zum Beispiel, wenn man WLAN über das Camp hat und über LTE, über T-Mobile. Und dann kriegt man wahrscheinlich verschiedene DNS-Resultate für die verschiedenen Verbindungen. Und man kann eventuell gar nicht die CDN-Knoten von der falschen Anbindung benutzen. Das heißt, man muss die Ergebnisse getrennt sammeln und getrennt benutzen. The BSD Socket API doesn't provide this feature. Das geht mit der Socket API von BSD nicht. Also falls man das in irgendeiner Applikation und in irgendeinem Programm machen möchte, dann muss man DNS selber schreiben. Willkommen. Second. Nächstens. If we have results, these DNS results. Wenn wir die Resultate jetzt haben, die Ergebnisse, dann haben wir an der Stelle interessante Ergebnisse, also interessante Daten, die wir später benutzen könnten, um die sichere Verbindung aufbauen. Zum Beispiel die Hostname oder ein Schlüssel, SSL-Schlüssel von DNS. DNS hat das aber nicht. Das heißt, man muss DNS wieder selber implementieren. Nächstes. Wenn
Benutzer das Programm benutzen, dann würden sie gerne schnelle Reaktionen haben. Wenn wir hier auf Timeouts warten, dann wollen wir nicht 90 Sekunden jeweils warten. Wenn der User auf irgendeine Website klickt, dann möchte er, dass sofort was passiert. Nicht erst 5 Sekunden warten oder so, dann wird er etwas verärgert. Und die Idee, die moderne Browser heutzutage verfolgen, ist, einfach mehrere Verbindungen gleichzeitig versuchen. Das ist ein Standard, da schaut man, welcher Socket zuerst connected wird und schaut, wer zuerst connected wird, dann nutzt man einfach den. Das heißt, man hat stattdessen eine Schleife um Select, EPOL oder so, KQ und so weiter. Oh, wer hat das schon alles gemacht? Oh, einige. Jetzt, das wird wirklich eklig, das zu machen. Und mit so Dingen wie Quick werden wir das Gleiche für das Protokoll machen müssen. Das ist echt hässlich. Dann müssen wir als nächstes eine sichere Verbindung aufbauen, zum Beispiel SSL, was nicht Teil der Connection API ist. Das heißt, wir müssen das separat behandeln. Und am Schluss müssen wir die Protokolle, die wir benutzt haben, Quick wieder zurückgeben, weil der Socket verschiedene Semantik haben kann, je nachdem, welches Protokoll man benutzt hat. Ich wollte nach einem Beispiel suchen, um das zu zeigen. Es gibt nichts auf Stack Overflow, es gibt kein Beispiel oder so. Das Beste, was ich gefunden habe, war in libcurl. Es war 1200 Zeilen Code lang. Okay. So, wie lösen wir das? Die übliche Idee, die Leute, die mit mir darüber reden, die sagen, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, die BSD-Socket API zu ersetzen. Es wird einfach nicht funktionieren, sagen die Leute. Das haben schon viele Forscher versucht und haben es nicht geschafft. Es gibt nur einen Grund, aus dem ich glaube oder aus dem ich hoffe, dass mein Versuch funktionieren könnte. Warum stehe ich hier? Letztes Jahr, als jemand sich beschwert hat, dass die BSD-API ihr Projekt kaputt gemacht hat, hat eine Arbeitsgruppe bei der IETF gemacht, die gesagt haben, wir müssen was daran ändern. Erst waren da bloß ein paar Akademiker, aber am Ende kam Apple dazu. Und die haben gesagt, sie wollen mit uns zusammenarbeiten und wie das mit Verbindungen funktionieren und so weiter. Lass uns zusammenarbeiten und sie versuchen jetzt die neue Socket API, die Netzwerk Framework zu bauen. Das ist das, was wir tatsächlich, also die wir gerade bauen. Ich habe über die IETF geredet. Was zur Hölle ist die IETF und was ist die TAPS Working Arbeitsgruppe? Die IETF kümmert sich um Standards. Das klingt ziemlich langweilig. So viele, halt einfach viele Leute, die über Standardisierung redet, wie man interoperieren kann zwischen Programmen. Nicht ganz. Die IETF ist ein ziemlich ungewöhnlicher Standardsentwickler. Ist eigentlich ein ziemlich nerdiger Platz. Diese beiden Zitate hier repräsentieren das IETF so ein bisschen gut. Eins von David Clark: We reject kings, presidents and voting. We believe in rough consensus and running code. Also wir
Wir lehnen Könige, Präsidenten und Abstimmungen ab. Wir wollen ungefähren Konsens und laufenden Code. Und das ist ziemlich ungewöhnlich. Häufig ist es in Standards anders, dass der Code eher hinten ansteht und uns noch nicht ganz klar ist, was, ob man das tatsächlich programmieren kann. Das andere ist, be conservative in what you send and liberal in what you accept. Sei konservativ, also konservativ in dem, was du sendest, aber liberal in dem, was du akzeptierst. Also, ja, das ist auch interessant. Und es sind auch nicht einfach bloß große Firmen, die irgendwelche Abstimmungsquoten haben, sondern es sind einfach Leute, die zusammensitzen und versuchen, Vorschläge zu evaluieren. Und wenn jetzt gefragt wird, wer mag diesen Vorschlag, dann kann man ein bisschen brummen oder so. Und wenn man es besonders mag, dann kann man es besonders laut machen und dann kann man schauen, wie viel Zustimmung es ist. Und das ist tatsächlich relativ anonym, weil man nicht so genau merkt, wer jetzt da brummt. Wie ist die IETF organisiert? Es gibt verschiedene Gebiete, mit denen sie sich beschäftigt. Zum Beispiel Applications Real-Time, also Programme und Realzeit-Dinge, also Realzeitverbindungen. Dann gibt es das allgemeine Gebiet, was einfach woanders alles, was nirgendwo anders hingehört, macht. Dann gibt es das Internetgebiet, die sich um IPv6 oder das veraltete IP braucht. Dann gibt es Operations und Management. Hauptsächlich kümmert sich sie um die besten Handhabungen von Netzwerken, Sicherheit, TLS, IPsec. Und dann gibt es noch das Transportgebiet, also die sich damit beschäftigen, wie TCP, SCCP und so weiter funktionieren. Zum Beispiel die TAPS Working Group. Also die TAPS Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Transport Services. Das hat angefangen mit Leuten, die darüber nachgedacht haben, in erster Linie, wie sie SCTP ausrollen können in der Breite, aber es kommen mehr und mehr Leute dazu, die darüber reden, Methoden zu finden, wie man Sockets auswählt, wie man Netzwerke mit multiplen Zugriffen, also die im Prinzip mehrere Transportwege verwenden können. Die Frage ist, was wisst ihr darüber, wie der durchschnittliche Amerikaner Taps versteht? Taps ist die Melodie, die man üblicherweise spielt bei einem Soldatenbegräbnis. Das war was, wo die Amerikaner in der Arbeitsgruppe drüber gelacht haben. Aber zurzeit, also jetzt, wo wir anfangen, die BSD Socket API zu beerdigen, bekommt das natürlich ein bisschen den Beigeschmack. Und wir wollen Entwickler dazu befähigen, andere Protokolle zu verwenden als TCP und UDP, ohne dass sie sich damit zu viel auseinandersetzen müssen. In einer idealen Welt würde man einfach wollen, dass es einfach funktioniert. Und dass es geht, genauso wie früher, ohne dass sie groß was tun müssen. Was wir aber auch ermöglichen wollen, ist, dass sich die Transportprotokolle weiterentwickeln können, dass wir diese Evolution überhaupt möglich machen. Und dann wollen wir auch noch abstrakte APIs für die Transport-Services vorschlagen. Und dann fragt man sich natürlich, die ETF ist doch hauptsächlich mit Standardisierung beschäftigt. Wieso reden die von APIs? Und der Witz ist hier, dass abstrakt
Es gibt eine relativ strikte Aufteilung in den Dingen, mit denen man sich oder mit denen sich die ETF beschäftigt und welche sie es nicht tut. Und sie APIs für konkrete Programmiersprache werden in der Regel für die, werden von deren eigenen Standardisierungsgruppen bearbeitet. Also zum Beispiel die C-API wird von der POSIX-Gruppe bearbeitet. Die Java-API wird von der Java-Community bearbeitet. Und was TAPS macht, ist, als Spezifikation, ist im Prinzip Input, den sie für diese anderen Standardisierungsgremien vorgibt. Das ist mit Abstract gemeint. Das muss relativ breit sein, ein bisschen schwammig, ein bisschen generalisieren, sodass es in allen Sprachen irgendwie umsetzbar ist. Und die APIs sehen damit auch in jeder Sprache ein bisschen anders aus. Aber sie haben so hoffentlich grob ähnliche Programmierfeeling und Konzepte, sodass wenn man von Objective-C auf iOS ähnliches Verhalten hat wie bei Python, nur dass es sich halt einmal ein bisschen mehr wie Objective-C anfühlt und halt wie Python. Aber grob ähnlich sein soll. Jetzt ist die Frage, wie schaut dieser Standardisierungsvorgang aus? Dazu muss man einen Draft schreiben. Für die Akademiker hier im Raum, das ist sowas wie ein technologischer Report, den man schreibt. Jeder kann ihn einreichen, jeder kann ihn schreiben. Der muss durch deren Toolchain gehen, um einen schönen ASCII-Text zu produzieren, aber es gibt wenig Limitierungen oder wenig Beschränkungen drauf, was man damit tun kann und was man damit standardisieren möchte im Internet. Und jetzt ist die Frage, wird es veröffentlicht? Wenn es veröffentlicht wird, kriegt das eine RFC-Nummer? Wenn nicht, dann halt nicht. Und jetzt kann man versuchen, das in der Working Group zu machen. Also das heißt, man muss eine Working Group überzeugen, dass man das macht. Also zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier diesen Draft geschrieben und muss dann halt in die Gruppe rantreten und sagen, wollen wir vielleicht zusammen daran arbeiten und das dann zusammen einreichen. Natürlich wieder mit beiden Möglichkeiten. Vielleicht wollen sie es machen, vielleicht wollen sie es auch, schicken sich auch einfach nach Hause. Und das ist das, was wir für Tabs gemacht haben. Hier gibt es auch noch einen Weg, mit dem Individuen ohne Arbeitsgruppen das einreichen können, aber das wird sehr selten noch eingesetzt heutzutage, weil so gut wie keiner mehr alleine noch einen Draft schreiben kann. Wenn man jetzt soweit ist, dass man das Gefühl hat, dass man fertig ist, dann muss man die angrenzenden Bereiche dazu kriegen, dass sie das einfach mal reviewen, dass sie mal drüber gucken, ob das für sie okay ist, dass sie ja auch eventuell davon berührt sind. Und dann muss man natürlich wieder iterieren, solange bis es hoffentlich für alle okay ist. Immer mal wieder nochmal, bis es dann soweit ist, dass alle damit zufrieden sind. Das ist irgendwo zwischen 5 und 25 Runden von beim Neuschreiben, bevor wir soweit sind, dass es ein RFC wird. Wenn wir soweit sind, dass die Reviews alle durch sind, dann schickten wir es an die IESG, die Internet Engineering Standards Group, also die Ingenieure des Internets, die eine sehr lauchte Runde ist, die da reingewählt wird. Die haben hoffentlich einen Überblick über ziemlich alles, was sich tut, und die dann auch beurteilen können, ob das ins Gesamtbild passt, und die dann auch sagen können, hey, ihr habt da irgendwas übersehen, fix das nochmal. For publishing. In dem Moment, wo die das okay geben, schickt man das an den Editor der IESG, und die machen dann nur noch mal ein Review, ob noch kleine Details geändert werden müssen. Und wenn dann hoffentlich alles okay ist, dann wird es als RFC veröffentlicht. So, wenn ihr euch fragt, wo TAPS ist, dann sind wir im Moment hier, also es wurde akzeptiert als Working Group Item, und wir sind kurz davor, dass wir das jetzt in die anderen angrenzenden Bereiche geben, die Reviews dazu abgeben sollen. Also wir sind relativ früh in der Pipeline. So, was ist jetzt die Idee? Wie soll das im Prinzip funktionieren? Zunächst mal ist es eine ereignisbasierte API.
Im Prinzip funktionieren alle modernen Applikationen asynchron. Man muss immer verschiedene Verbindungen betrachten, verschiedene Sockets. Man will nirgendwo mehr blocken heutzutage. Tabs hat überhaupt nichts mehr, was blockiert. Ob ich jetzt irgendwie eine Verbindung aufbaue, ob ich auf einer horche, ob ich lese, ob ich schreibe, alles ist ein Event. Es ist immer irgendwie ein Callback oder es kann auch eine WorkCue sein, es kann, was auch immer die Sprache vorsieht als Mechanismen dafür, um das abzufangen, wird verwendet, um das Event damit zu bearbeiten. Wenn man jetzt die Socket API anschaut, dann ist es relativ schwierig, Informationen über so Hintergrundsachen kriegt, wie ICMP-Requests, Rejects, Firewalls. Es ist schwierig, an solche Informationen ranzukommen. Und es soll so sein, dass wir in Tabs diese Informationen als Events auch veröffentlichen im Rahmen der API. Es soll ja die Evolution der Transportprotokolle fördern, indem man sich auf die Transportservices fokussiert. Also zum Beispiel, die Anwendung soll einfach sagen, ich brauche einen Transport-Socket und dann sollte es die Anwendung auch nicht weiter interessieren, ob es jetzt ein TCP oder ein SCTP oder irgendwas anderes ist. Im Prinzip muss das die Anwendung nur sagen, diese Anforderungen habe ich daran. Und dann machen wir die informierte Entscheidung darüber, was der richtige Protokoll ist und der richtige Socket. So for transport protocol selection, for IP protocol selection, maybe also for endpoint selection. Also sie sollen im Prinzip die richtigen Entscheidungen treffen für das Protokoll, für die Endpunkte, für die Sockets. Zum Beispiel auch so Überlegungen wie, was ist der billigste die billigste Verbindung, die wir machen können, dann kann man diese Entscheidung auch treffen. Wenn der Link nicht funktioniert oder wenn irgendwas anderes kaputt ist, dann nimmt man halt den, also mal im Prinzip, wir haben mehrere Verbindungen zur Auswahl. Der erste hat einen Vorsprung von 30 Millisekunden. Wir versuchen es mit dem. Wenn es funktioniert, ist super. Wenn es nicht funktioniert, dann fallen wir einfach zurück auf den zweiten und so hangeln wir uns halt durch und so kommt am Schluss einfach transparent eine Verbindung zustande, die das Optimum unter den Bedingungen garantiert. Jetzt haben wir noch andere Bedingungen, also zum Beispiel, wenn die IP, wenn man Multipath verwendet, and you want to be able to use multi-streaming to save connection times. So your application shouldn't care about whether und man möchte auch es schaffen, dass die Anwendung gar nicht bemerkt, dass man zum Beispiel eine zweite TCP-Verbindung aufmacht oder und so weiter. Das soll alles in Tabs gar nicht sichtbar sein zu der Anwendung. Außerdem wollen wir gerne Datentransfer über Nachrichten machen. Ja, eigentlich sind alle Anwendungsprotokolle heutzutage Nachrichten. Gut, HTTP funktioniert über TCP, aber selbst da splitten wir es in Chunks auf. Also ja, jedenfalls, dass wir wollen nicht die unterliegenden Transporte ändern und das ist auch der Grund, aus dem das mit existierenden Systemen funktionieren wird, weil wir nichts ändern. Individual messages that are available in the protocols but not exposed by the Socket API today. Es gibt auch bestimmte Dinge, die von den aktuellen APIs gar nicht gezeigt werden, sowas wie Deadlines, also dass man Pakete gar nicht mehr anschaut, wenn der Empfänger gar nicht mehr damit anfangen kann. You might want to send certain messages unreliably. Unzuverlässige Nachrichten, die Möglichkeit, unzuverlässige Nachrichten zu senden.
And you can also select this on a per message basis in a nice. Und das kann man dann pro Nachricht auswählen, was man davon möchte. To underlying transport connections for multi. Also man kann dann auch für Multi-Verbindungen aussuchen, welche Verbindung das jetzt benutzt. Wenn man heutzutage in einem Webbrowser eine Website aufruft, dann macht der Browser mehrere Verbindungen aus und nimmt einfach die schnellste. Das können wir heute dann in der Socket API machen. Wir brauchen das nicht mehr in der Anwendung implementieren. Wie funktioniert das? Es gibt zwei Konzepte dafür. Einmal die Rahmenhersteller, Framers. Framers erlauben es, die Nachrichten so aufzusplitten, dass es über einen Stream funktioniert, über einen Byte-Stream. Hauptsächliche Anwendung davon ist, dass man über Nachrichten über einen Stream schicken kann, über ein Stream-Protokoll. Das kann man einfach in einem einfachen und sinnvollen Weg implementieren. Das könnte man eigentlich gut integrieren mit Flusskontrolle und anderen Features von TCP. Und schließlich this concept is mainly for chopping streams. Das ist jetzt hauptsächlich dafür da, um Stream-Protokolle als Nachrichtenprotokolle zu verwenden. Und vielleicht kriegen wir da auch noch andere Sachen unter. Wie kontrollieren wir das alles? Wir machen das über Transporteigenschaften. Wir haben Eigenschaften, die den Pool von Verbindungen einschränken, die wir benutzen können, Verbindungseigenschaften und Nachrichteneigenschaften. Das ist, wollen wir dann in so einem Dictionary-ähnlichen Interface machen. Wir haben Namensräume für Erweiterungsfähigkeit, zum Beispiel TCP. Irgendwas. So kann man dann einfache Eigenschaften haben, die nur verwendet werden für TCP, zum Beispiel TCP. Irgendwas. Wie funktioniert das dann? Wenn wir das als Text darstellen, dann sagt die Anwendung, ich möchte eine Verbindung zu example.org mit dem Service HTTPS, einen zuverlässigen Transfer und bitte, wir wollen eine geringe Rundlaufzeit haben und eine geringe Latency. Und das Tab-System sagt dann, ja, hier hast du deine Verbindung. Du kannst damit jetzt Nachrichten empfangen und senden. Und du brauchst dich nicht um Protokolle und Pfade ändern. Also es gibt dort dieses nette ASCII-Diagramm von dem aktuellen Draft, von der aktuellen Entwurf. Das ist hier ungefähr die Idee. Man startet mit einer Vorverbindung. Darauf macht man ein bisschen Konfiguration. Man sagt, wo man ist, wo man hin möchte. Zum Beispiel ein Hostname. Selektionen und Verbindungsoptionen. Man kann zum Beispiel sagen, selbst wenn ich einen zuverlässigen Transport kriege, möchte ich alles unzuverlässig senden. Ist mir egal, dass ich das habe. Dann gibt es, dann mit dem Pre-Connection-Objekt kann ich ein Initiate aufrufen, um eine Connection zu kriegen, oder Listen aufrufen, um ein Listener-Object zu kriegen. Once this initiation works, you get an Nach event. Der Initiierung kriegt man ein Event, Verbindung aufgebaut oder Verbindung empfangen, Event. Damit kann man dann Send aufrufen, um Nachrichten zu senden. Man kriegt Nachrichten empfangen Events und wenn man es schließt, dann geht es zum geschlossenen Zustand.
Wie sieht das dann in abstrakten Code aus? Wir haben irgendeinen Remote Spezifizierer, also irgendwie sagen wir example.com mit dem Service HTTPS. Wir haben Transporteigenschaften, zuverlässig und ein Stream. That you want reliable, that you want it in order, and so on. Dann and you say, I want the sagen wir noch zufällig, dass wir eine geringe Latency haben wollen. Then you configure your security parameters. Dann sagen wir, ein bisschen Sicherheitsparameter haben für die Verschlüsselung. Und dann kriegen wir daraus eine Vorverbindung. Und dann sage ich hier, dann sagen wir hier, wir packen den HTTP-Framer rein, sodass man die HTTP-Antworten als Nachrichten kriegt und nicht als Dinge, die man rausparsen muss. Und dann sagt man initiate, dann kriegt man irgendwann das Event, dass die Verbindung da ist, dann kann man eine Nachricht bauen mit einer gewissen Lebensdauer und dann können wir mit der Verbindung diese Nachricht senden. Also, wenn ihr Studenten von mir sind oder Schüler von mir seid, dann habe ich hier so ein Beispiel, wie man das bauen kann. Das habe ich jetzt aufgrund der Socket API gemacht. Und das ist jetzt der gleiche Code. Wie in zwei Slides. So, we're not the only implementation at the moment. Wir sind nicht die einzigen Implementierungen. Much more complete as our Python implementation. Es gibt auch noch die viel vollständigere Apple Framework davon. Available since iOS. Die ist verfügbar seit iOS 12 oder so. Und in 13 ist es ja richtig da als Standardverbindung. Und das ist basiert auf den Ideen von Tabs. Es gibt noch ähnliche Projekte, Neat und Socket Intents. Die haben ein bisschen Input gegeben in den Prozess. Die haben so ein bisschen uns gezeigt, was man so ein Tab-System schaffen kann. Aber wenn man Tabs heute nutzen möchte, dann nehmt ihr die Apple Framework, wenn ihr iOS macht. Aber ja. Wenn ihr interessiert seid an noch mehr Zeugs, die Dokumente sind im Data Tracker des ITF. Hier ist die URL. Collaborate if you have comments on that. Wenn ihr mitarbeiten wollt, dann geht auf die Mailingliste. Wir lieben es, wenn ihr eure Meinung abgibt. Wenn ihr seht, dass es da Probleme gibt, dann schreibt uns einfach, wir wollen wirklich die nächste Generation der Verbindungs-APIs dort schreiben. Wenn ihr wissen wollt, was die kürzeste Diskussion ist, da haben wir die meisten detaillierten Diskussionen in irgendwelchen Issues auf GitHub. Wenn ihr irgendwo einen Rechtschreibfehler gefunden habt, macht einfach GitHub-Issue auf. Damit bin ich jetzt fertig mit meinem Talk und ich frage nach Fragen. Hello. Hi. Yes. Sorry, we just had a technical problem. So, thank you so much. Wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Vielen Dank. Das war Phils. Jetzt haben wir noch eine kurze Zeit für Fragen. Also bitte nicht schüchtern sein, einfach an die Mikros kommen. Ask away. Thank you.
You mentioned that the new API is supposed erwähnt, to include deadlines. Dass die neuen APIs deadlines, or just deadlines vorgeben. Sind das harte Deadlines oder sind das Timeouts? Sehr gute Frage. We don't think that anyone wir glauben will nicht, dass jemand eine tatsächliche Echtzeit-Netzwerk-API implementieren wird. Das ist sehr, sehr hart. Wenn man in deterministische Netzwerkverbindungen geht, kann man das umsetzen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Und das meiste ist einfach ein Vorschlag, also sie nennen es Advisory. Im Prinzip misst man einfach die Zeit, die wir in dem Stack verbracht haben, und wenn die Zeit überschritten ist, dann wird es abgeschnitten, aber wir denken eher über Message Timeouts nach. Next question, please. Nächste Frage. In your Python example, also in deinem Python-Beispiel hast du gewartet auf das Send und hast dann einen Callback registriert auf dem Receive, nachdem du mit Send gewartet hast. Und es sah ein bisschen merkwürdig aus. Warum muss ich denn warten auf das Send, wenn ich sowieso Callbacks verwende? You don't need to wait at this point in time. Du musst eigentlich nicht mehr warten. Das war einfach nur ein Beispiel. Aber man muss eigentlich nicht warten, nee. And maybe a related question. Und jetzt vielleicht noch eine verwandte Frage. Du hast gesagt, ihr wollt protokollunabhängig sein, und offensichtlich da sind verschiedene Nachrichtenmuster, die jenseits von bidirektionalen Byte-Strömen sind. Wollt ihr da auch irgendwas anderes machen, objektorientiert, Broadcasting oder sowas? Und wie ich schon in dem Vortrag gesagt habe, wir schauen wirklich nur Nachrichten an, ob es möglich ist oder nicht. Der Standard sollte sein, dass wir Nachrichten schicken, und Byte-Ströme werden in Nachrichten zerhackt und dann verschickt. Das soll euch auch erlauben, dass man von TCP auf ein echtes nachrichtenbasiertes Protokoll umsteigen könnt. Aber wenn man jetzt Punkt-zu-Punkt-Verbindungen anschaut, dann haben wir Leute, die unserer Working Group beigetreten sind, die sich sehr dafür interessieren, für quellenspezifische Multicast, und wir wollen auch vollen Multicast-Support in unserer API, aber das ist immer noch relativ früh. Soweit sind wir noch nicht, sowohl in Implementierungen als auch in der Standardisierung, und es ist auf unserer Agenda, wir haben es auf dem Schirm, aber wir müssen das in einer schönen und vor allem portablen Weise implementieren. Yes, thanks for your talk. So, noch eine Frage. Vielen Dank für den Vortrag. Kannst du schon vorhersehen, wie viel von den Implementierungen im User-Mode sind und wie viel enden im Kernel? Also vor allem die asynchronen Teile, wo werden die wohl landen, auf der Kernel oder auf der User-Seite? Spannende Frage. Also, wenn ihr euch die Implementierungen anschaut, die schon existieren, dann sind die Python ist zum Beispiel nur ein Wrapper, also einfach nur eine dünne Hülle um das andere drum. Die meisten Implementierungen machen nur im User-Mode, und den Kernel-Mode brauchen sie nur für das Multiplexing. Und ich denke, das ist dann auch der Weg, den die anderen beschreiten werden. Auf der anderen Seite, so zu sehen, dass beides möglich ist. Wir hoffen, dass es in der Zukunft auch möglich ist, das zu ändern, und wir werden wir starten halt mit einer Hülle um den BSD-API, und dass wir das dann hinterher abstrahieren können und uns wegbewegen von der alten API. Vielen Dank an Phil, und nochmal eine Runde Applaus bitte. Das war die Übersetzung des Talks TAPS.